Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Runde COH Overlord. Es spielt für euch heute Big Boon im Team mit Experta. Ja, ein 2 gegen 2. Und es kommentiert für euch Nebelgeist 3. Jawohl, wir spielen als Panzerleader, haben einen Deutschen im Team und spielen gegen einen Amerikaner und einen Briten. Ja, warten wir einfach mal ab, wie es aussieht. So. Ja. Jetzt haben wir erstmal nur den öden Ladenbildschirm. Also warten wir einfach mal ab. Jawohl. So. Ja, auf Duclair spielen wir. Okay, ja, wir spielen auf Duclair, ne? Und ja, wollen wir nochmal schauen. Wenn die Gegner aus dem Knie kommen, können wir auch gleich loslegen. Erwartungsvoll blicken wir hier hinaus. So, los geht's. Ja. Gut. Hansolide, wir sind sozusagen in die untere Position, also wir kümmern uns erstmal um den linken unteren Rand sozusagen. Ja. Es kommt kein zweites Kettengrad, es kommt sofort der erste Infanterietrupp, gefolgt vom zweiten. Selbstverständlich. So, dem Teamchat müssen wir natürlich auch mal einweihen. Wir spielen natürlich im Team. Ja, ganz nett natürlich, wenn man sich verständigen könnte. Sind natürlich nun nicht im TS, da ja das Ganze hier kommentiert wird. Weil es sonst nicht so möglich wäre. Ja, der erste Trupp geht sofort hinter die Deckung. So. Kameraschwenk von Big Boon haben wir jetzt noch nicht gesehen. Auch mal was Neues. Ah, gut, Leute. Okay. Ich hab's provoziert. Tut mir leid. So. Ja. Was ist denn da unten los? Warum capturet der das unterste Ding zuerst? Damit es der Gegner nicht kriegt. Okay, gut. Ich hätte zwar gesagt, falsche Klickreihenfolge. Es passiert schon mal, dass man aus Versehen beim Kettengrad da mal zu schnell die Taste loslöst und dann capturet er das letzte Gebiet zuerst. Aber Big Boon meint hysterisch mir nicht. Gut, glauben wir es einfach mal. So, das Capturing, das gute alte Capturing. So, der Brite, der wartet auf uns, Leute. Der wartet. Was baut denn der? Boah, ist das, nee, das ist eine. Hä? Hat sein Headquarter hier vorgerückt. Okay, gut. Also beide haben schon ein relativ hohes Level, also könnten wir schon eine gewisse Spielstärke erwarten. Hier mit dem verbündeten Motorrad. Von mir schon erst, oder? Was ist da? Ach, das ist eine Medic. Ah, ich habe es mir schon gedacht, ja. Das hat mich doch verwundert. Das Motorrad wieder weg. Ja. So. Was macht er mit dem Trupp? Komm, geh mal ruhig in den Nahkampf. Oder, ja, jetzt lohnt es nicht mehr. Der Trupp ist jetzt da. Jetzt kommt das Kettengrat. Was hat er damit vor? Ah, da kommt das verbündete MG. Wir sehen natürlich schon den spannenden Kampf. Er verteidigt, also unser Mitspieler verteidigt auf der einen Seite, wir kämpfen auf der anderen. Er retreatet an sein Headquarter. Kann natürlich jetzt hier aufrichten. Wird es uns gelingen, den Trupp komplett auszuschalten? Das wäre natürlich für uns ein riesiger Sieg. Aber gut, Big Boon retreatet. Ja. Gut, okay. Ja, nicht ganz aufgepasst, aber okay, das MG, ja, musste kommen. So, jetzt das nächste Gebäude bauen, schleunigst. Aber obwohl es natürlich jetzt wieder kostet, die Einheiten aufzufrischen, ja. Haben wir da noch die Ressourcen zum Bauen? Nein, haben wir. Ja, gut, haben wir. So, das MG hier drüben muss natürlich jetzt eigentlich gewendet werden, aber ich meine, was will er machen? Gut, das wird jetzt flankiert, das wird sterben. So schnell die Truppen zur Verstärkung hinschicken. Das ist jetzt ein Muss. Aber er flankiert das MG nicht. Er bleibt erstmal in der grünen Deckung stehen, was uns die Möglichkeit gibt, das MG noch zu retten, indem wir selber in den Nahkampf gehen oder auch in den Fernkampf. Gut, machen wir so. Ja. Big Boon hat ja zu mir gesagt, ich soll nicht immer so gelassen vor mich hinreden, ich soll auch mal ein bisschen Gefühl zeigen, so ein bisschen mitfiebern. Ich meine, gut, das ist jetzt so ein bisschen schwierig, wenn man hier wirklich so zuschaut und nicht wirklich viel damit zu tun hat, aber ich gebe mir mal Mühe, das ein bisschen zu tun. Weil das ist nicht unser erstes Video, das dürfte 7.8. sein, dass wir heute so versucht haben, auf die Beine zu stellen. Und langsam weicht da auch so. Und langsam breitet sich da so eine Müdigkeit in der Mundgegend aus, ne? So von vielen Reden. Und ich meine, ja, ich probiere mal, was ich für euch machen kann.
etwas hier rauszuholen. Ja, wie sieht's aus? Es geht. Und wenn man sich hier die Map Control mal so anschaut, die rechte obere Seite, okay. Aber ja, hier geht gerade ziemlich viel verloren. Da kommt das nächste Gebäude. Ressourcentechnisch sieht es natürlich jetzt noch relativ gut aus. Aber der Gegner ist jetzt schon wieder am Capture und schon wieder am Aufholen. Warten wir mal ab. Es könnte ein spannendes Spiel werden. Das Headquarter dürfte natürlich immer noch in der Mitte stehen. Jetzt capturet er hier weiter. Da. Ach nee, ach, er hat diese. Ja, diese leichte Infanterieeinheit der Briten. Also kann er jetzt nicht mit seinem Sniper da rangehen. Achtung, wenn der jetzt einen Sniper-Schuss abgibt. Aber okay, komm, Sniper hinterher, los. Ja gut, okay. Gut, ist ziemlich weiter so schlimm. Wie sieht das? Ah, das Motorrad. Das ist so gut wie Schrott. Das kurft hier an der Basis rum. Naja, gut. Hat auch mal einen Urlaub verdient. Jetzt wird es von Big Boon gnädigerweise repariert. Von seinen frühzeitigen Leichen erlöst. So, können wir den verschmorten Motor vielleicht noch ein paar Menüschen zum Weiterleben bewegen. So, die Sturmgewehre für den Nahkampf. Oder zumindest auch bis hin zu den mittleren Distanzen. So, das Motorrad sofort wieder an der Front. Da kommt das MG nach. Ich glaube, da hat er eine Heilstation gebaut, ja. Ah, ne, die werden durch uns vermutlich auch mitgeheilt. Ja. So, jetzt heißt es hier wieder Punkte capture. Wie sieht es eigentlich oben aus? Ja. Der Gegner steht da im Haus, so wie das aussieht. Ja, der Brite produziert einiges an Einheiten. Geht jetzt ins Haus. Ja. Ich weiß nicht, haben wir hier irgendeine Seite, wo kein so gutes, wo kein Fenster ist? Auf der Seite? Ex-Briten sagt Big Boom gerade. Ja. Gut. Ich meine, oft wird auch gesagt, Panzerlied ist zu stark, aber es ist schön, wenn man sich dann immer noch ärgert über die Briten oder die Amis. Das ist so immer wieder schön. Dann weiß man, dass COH immer noch so schön läuft. Ja, das ist natürlich jetzt hier ein kleines. Ja, wir werden hier zusammengeschossen. Ein Mörser, der war vom Gegner. Der Sniper muss sich wegbewegen, sonst kann es gleich sein, dass es Glück gehabt. Zum Geber doch zurückverlegt. Ja. Die frühzeitige Control ist jetzt stark zurückgegangen. Die Einheiten müssen jetzt hier unten zersplittet werden, sonst hat der Mörser wirklich viel Auswahl. Sehr viel Auswahl. Da kommt das Infanterie-Kettenfahrzeug, wie ihr hier so schön sehen könnt. Das kann natürlich jetzt einen kleinen Aufschub geben. Kann aber von den Briten relativ schnell auseinandergenommen werden, vor allem mit dem Brand-Maschinengewehr. So, jetzt wieder hier. Das kommt jetzt in die Mitte an die Siegmarke. Ah, da steht der Mörser. Da steht der Mörser, guck mal. Den haben wir entdeckt. So. Der Brite hat erstaunlich viele Einheiten gebaut. Ich hätte eher einen Mörserstellung erwartet. Um abzusehen, aber man sieht auch, wie viel Schaden die Briten machen können gegen so ein leichtes Fahrzeug. Die Amerikaner brauchen doch da relativ lange, um da so ein Fahrzeug down zu kriegen. Aber die Briten, die haben ordentlich Schaden dagegen. Ja, der Mörser, klar, den gibt's auch noch. Er zielt hier auf den Punkt, die Truppen müssen dann sofort retreated werden. Ja, hat Big Boon ein bisschen geschlafen, aber Pech ist die Truppe weg. Die rennen ins MG und da rennen sie ins MG. Werden sie festgenagelt? Ja, sie werden. Perfekt. So. Da kommt auch schon, glaube ich, das nächste Fahrzeug. Ja. Bleibt natürlich jetzt vorne. Ach, da hat ein Sniper. Da steht ein Sniper, der auf das MG zielt. Der muss als erstes ausgeschaltet werden. Er retreatet. Wo ist der Sniper? Wo ist, der muss noch da irgendwo stehen. Jetzt natürlich weiter vorbrechen, den Mörser. Der Truppe muss weg. Genau. Ja. Den Sniper kriegt man nicht. Die Truppe muss wieder zurück. Das MG hat uns natürlich einen Aufschub verpasst. Da steht das. Das Sniper, wollte ich jetzt schon fast sagen. Der Sniper. Ja. Der Mörser zwingt uns natürlich jetzt hier aus unserer Stellung. Drängt uns zurück. Und der Vorteil für die Gegner ist natürlich, dass die Briten ihr Hauptquartier jetzt in der Mitte der Map haben. Also sie können perfekt von dort aus agieren, ihre Truppen aufrichten und so weiter. Würde mich nicht wundern, wenn in der Zwischenzeit eine neue Medic-Station gebaut wurde. Also spätestens dann hätten wir schon kleine Problemchen. So, die Truppen werden refreshed.
neue Waffen ausgeteilt. Die zwei Infanteriefahrzeuge jetzt hier unten fahren diesmal nicht gleich hinter dem Pio hinterher. So, was ist... Ach, ein Mörserfahrzeug. Gut. Was haben die Gegner da gebloppt alles? Das Brenn. Ah, das Brenn, das war so klar, ja. Damit ist das erste Fahrzeug down. War das ein Flammenmörser? Ja, das war... Damit retreatet er oder muss er retreaten? Ja, Mörser mit Mörser zu bekämpfen ist natürlich jetzt auf lange Sicht gesehen eine relativ gute Variante, aber da wir jetzt ein Fahrzeug verloren haben, ist uns erstmal ein kleines Mittel zum Pushen verloren gegangen. Die Gegner haben alle drei Siegmarken unter ihrer Kontrolle. Uns ticken die Punkte langsam aber sicher runter, wir müssen irgendwas tun. So. Da steht in dem Game House, das nageln natürlich jetzt die Truppen alle fest. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt mit... Tja. Ja, jetzt muss der Mörser da aufs Haus fahren. Ja. Es ist jetzt wieder schon so ein deprimierendes Spiel. Der Infanterieblock von uns kommt nicht mal wirklich aus der Base. Wird schon wieder zurückgeschlagen. So, jetzt muss der Mörser gleich reinfeuern. So, er rückt natürlich jetzt unaufhörlich vor. Und dann nagelt er den Mörser fest. Oh nein, was hat er da festgenagelt? Was war das? So. Jetzt wird er hier von dem Fahrzeug, man sieht das, etwas blockiert, aber auch nur etwas. Was macht der da? Der bleibt da einfach stehen mit seinem Fahrzeug. Nun gut, das Fahrzeug müsste drauf gehen. Ich sehe gerade nicht die Lebensanzeige, aber gut, ist auch egal, die Gegner, die hauen hier rein, wie blöd. War das out of control? Ja, ich glaube mal, das Ding ist weg. Hat der Mörser diesen kompletten Trupp gekostet? Aber jetzt dürfte man kriegen. Es war sogar ein Veteran-Level, Mörser. Und Eigenbeschuss. Selbst festgenagelt worden. Ja. Jetzt heißt es natürlich, was gegen Panzer rausbringen. Irgendwas muss da jetzt auf die Schnelle kommen. Die Ranger. Das war eine Brandgranate, die leider etwas schlecht ging. So, da kommt schon wieder ein drittes Gebäude jetzt für uns. Der hat gesessen, der Schuss. Aber, ja. Okay. Ich meine, was gibt es da großartig jetzt hier noch zu machen? Eigentlich nicht viel. Eine Siegmarke wurde jetzt wieder unter unseren Besitz gebracht. Wurde jetzt wieder weggecaptured. Also... Siegmarkentechnik sieht's mau aus. Da ist ein Sniper. Den werden wir nicht kriegen. Oh, den kriegen wir gut. Ja, gut, die Schnellfeuerwaffen habe ich jetzt etwas unterschätzt. Das MG retreatet auch sofort. Jetzt muss der Trupp hier von uns gleich weg. Die Briten werden uns in den Rücken fallen. Höchstwahrscheinlich. Die spielen hier ziemlich gutes Zeug zusammen. Die beiden. Ja. Retreat hat er gedrückt. Der Trupp dürfte weg sein. Nein, wird auch einer der Trupp. Ich warte mal. Wurde aber nicht getreatet. Der Mörser. Kann er was reißen? Wird er was reißen? Vermutlich nicht. Was, der hat das... Schon allein, was der Brite alleine für einen Blob aufbringen kann, ist gewaltig. Oder was er aufbringt, sagen wir so. Also, der macht ja alles im Alleingang. Vom Ami sieht man nicht viel, außer mal einen Ranger. Ja, was hat die Packdown gemacht? Die schießt hier ins Nirgendwo. Ein MG. Ja. Jetzt heißt es neue Truppen ausbilden, Anti-Panzer-Mittel herbeischaffen und mit dem letzten guten Willen noch was zusammenkratzen und probieren hier was zu reißen. So schlecht sieht es noch nicht aus, das stimmt, aber... Wir haben auch heute schon gelernt, es kann schnell mal der Sieg herbeirollen oder auch die Niederlage.
Also, bei COH ist alles möglich. Spiele, die so gut wie gewonnen scheinen, sind verloren und andersrum. Gut, ich will euch damit jetzt nicht nerven. Bleiben wir beim Spiel. Die Gegner capturen jetzt wieder hier unten weiter. Ja. Big Boon verlegt jetzt seine Position etwas nach oben. Ja, da steht das schwer beschädigte Fahrzeug, aber ist gerade so gut wie keine Einheit in der Nähe, die es reparieren könnte. Jetzt sieht man mal den Amerikaner wieder. Der hier von einem... Ja. Jetzt wird wohl der kurze und finale Kampf folgen, eventuell, der das entscheidet. Die letzten Mittel werden zusammengekratzt, aber... Ja. Der Britenblob ist nicht zu knacken. Das ist unmöglich. Es sei denn, der Mörser trifft, aber nicht mal das tut er. Und das er retreatet, aber das Spiel ist verloren. Jetzt war's das. Endgültig. Meiner Meinung nach. So, welche Doktrine? Das ist jetzt auch wieder eine Frage. Big Boon kann sich nicht entscheiden. Ich könnte es an seiner Stelle auch nicht. Es ist schwer. Es ist schwer. Die Gegner haben wieder alle 3 Siegmarken. Das soll uns jetzt erstmal nicht wirklich interessieren. Wichtiger ist es jetzt erstmal, über Wasser zu bleiben und irgendwas gegen die Gegner auf die Reihe zu bringen. Artillerie, ja, wäre vielleicht eine gute Variante. Mit den Hummeln wenigstens ein Mittel zu haben, was man zurückwerfen kann. Den kann man auch aus einer Stellung heraus die Briten mal abwehren. Was macht unser Kollege da? Der hockt da im Haus. Aufklärung von unserem Mörser? Das ist die Frage. Den Ranger, los, den Ranger müssen wir haben. Den Ranger müssen wir haben, hinterher, los. Und der ist down. Ich würde mal vermuten, dass das Fake... Was ist das? Briten und Ami-Arty beides. Ah ne, das war... das war Arty. Und da war wieder eine komplette Truppe weg. Ja. Manchmal hat man auch Pech und manchmal hat man Schwein. Das kann auch manchmal spielentscheidend sein. Wenn dann mal so ein Packschuss um die Häusermauer fliegt. Ja, ist alles möglich. Oder der Schuss von dem Panzer abprallt. Von der Heckpanzerung. Aus nächster Nähe. Das kann auch mal passieren. Ja, ja. Lassen wir uns davon nicht beirren. Guck mal, was hier noch zu reisen ist. Nicht viel. Kann er den Mörser noch festnageln, dann wird er vermutlich weg sein. Da kam... War das der Stuck? Die Sturmhaubitzen. Ja, das wurde Zeit. Aber ich denke mal, die sind zu spät gekommen. Die sind zu spät. Der Mörser muss jetzt aufhören mit Schießen. Ah, Fahrzeug repariert. Sehr gut. Okay, endlich. Ich weiß nicht, wie viele Minuten das jetzt schon dann dabei ist, rumstand. Aber nun gut, wir haben wieder eine Siegmarke übrigens. Ist mir gerade so aufgefallen. Aber die Map Control ist gerade extrem schlecht. Wir brauchen unbedingt irgendeine Möglichkeit, eine Wendung herbeizuzwingen. Ah, der Brite hat extrem viel, der Ami hat extrem viel. Und das sieht man schon, unsere Punkte. 200. Die gingen schnell runter. Jetzt näherte sich da unten. Knapp außer unserem Sichtfeld. Ja, da steht die Pack. Okay. Jetzt heißt es irgendwie. Ja. Okay. Und da kommt der gute alte Churchill. Ja, natürlich jetzt mit seiner. Der Churchill ist natürlich jetzt effektiv gegen die Panzerhaubitz. Aber unser Kollege hat noch eine Pack. Eine hat er noch. Die müsste es reißen. Wenn nicht, sieht es schlecht aus. Denn dieser Churchill ist gerade in der Lage, all unseres Zeug zu vernichten. Es sei denn, nee, wir haben keine Panzerfaust. Jetzt hat er die Pack gedreht, wir sehen es. Der Panzer 4 macht kaum keinen Schaden gegen so einen Churchill. Das können wir vergessen. Jetzt heißt es, die Pack zu sichern. Die Pack muss mit allen Mitteln gesichert werden. Aber ja. Feierabend, Leute. Da wirft er noch unnötigerweise die Granate rein.
jetzt nur nicht in die feste Position. Ich weiß nicht, ob das jetzt so von Vorteil ist. Ja, wer könnte retreated. Wenn der Brit jetzt da wäre, würde das Fahrzeug ganz einfach festnageln und dann wäre es das schon gewesen. Was hat denn da angebracht? Ein Churchill? Und was ist das andere gewesen? Das war, glaube ich, so ein Kommandofahrzeug. Ja. So. Jetzt braucht man natürlich einen, ich drücke es mal aus, richtigen Panzer, der auch richtig reinhaut gegen andere Panzer. Das wäre halt so das Mittel zum Zweck. Der Panzer 4 kämpft sich hier über die Map am Mörser vorbei. Das heißt natürlich hier aufklären. Oh, da sind wieder Ranger. Der muss weg, der nicht weg. Der Mörser von uns macht sich jetzt etwas bezahlt. Er feuert jetzt hier rein, aber ich meine, was haben wir noch großartig aufzubieten? Da ist nicht mehr viel da, was hier was reißen könnte. Einen Marder bräuchten wir. Aber ob das alles noch was nützt, das ist hier die Frage. Der Gegner haut und haut und haut drauf, immer wieder. Jetzt rennt er hier unten mit seiner Gut, dass die Ranger nicht so schön treffen können. Das freut einen doch immer wieder. War das eine kleine Wendung jetzt hier, den Blob so abzublocken? Ich denke mal nicht. Die Siegmarken ticken weiter runter. Sie gehen Richtung 100er Grenze. Jetzt muss was geschehen. Jetzt muss einfach was geschehen. Und man sieht es, der repariert sein oder der lässt seinen Panzer hier einfach so schön stehen. Das interessiert den gar nicht. Er ist bewegungsunfähig. Okay, dann habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Entschuldigung. Die Hummel muss bald kommen. Oder müsste. Sie könnte noch was reißen. Ja, die Sigma, hoch an die Siegmarke. Alles mobilisieren, was zur Verfügung steht. Die Siegmarke capturen. Die Siegmarke in der Mitte ist natürlich jetzt unerreichbar. Das Ding ist nicht zu kriegen. Und wenn man hier schaut, was alles drauf geht auf den kleinen Kommandopanzer, das ist schon Firefly. Das ist ein Firefly. Und dieser Firefly macht uns gleich Feuer unterm Hintern. Aber unser Mitspieler pennt. Was macht die Pack? Da muss die Pack näher ran. Oder zumindest ausgerichtet werden. Der Kommandopanzer. Der Kommandopanzer ist hier das Mittel, was nicht so stark benötigt wird. Für uns. Der Kommandopanzer kann bleiben. Ah, der Firefly muss sterben. Aber das tut er nicht. Und auch die letzten Gebiete werden jetzt hier abgenommen. Er stürmt sogar schon in die Base. Das ist jetzt nur noch ein Zeitspiel, ja. Der räumt jetzt eine Flak nach der anderen weg und kann dann ungestört durch. Also, da kann auch der Panzer 4 gegen den, man sieht's, gegen den Churchill nichts ausrichten. Aber gut. Out of control. Naja. Naja. Die Siegmarke bleibt unter unserem Besitz. Vorzeitig. Es fehlen immer noch die Kommandopunkte für eine eventuelle Artillerie. Ja, aber auch dann würde die Manpower hoffnungslos fehlen. Ja. Big Boom steht hier größtenteils immer allein da. Hat hier nicht wirklich viel Unterstützung. Größtenteils. Aber okay. Der haut Arti in seine eigene Base. Okay, der ist sich so ziemlich sicher. Hm. Nun gut. Wir haben jetzt etwas Zeit sozusagen geschenkt bekommen von den Gegnern. Aber ich erwarte eigentlich einen Base Rush von denen. Und der zimmert drauf. Der zimmert einfach weiter drauf. Oh, jetzt, ja, der Panzer 4 muss jetzt schleunigst weg.
Oh, jetzt wird er stationär gesetzt. Big Boon hat ihn also schon aufgegeben und versucht jetzt noch mit so vielen Verlusten wie möglich, wie er den Gegner reindrücken kann. Oder auch nicht, okay. Da hat der Brite sich nicht ganz so schlau angestellt. Er hätte es theoretisch geschafft, den Panzer festzunageln. Da kann die Artillerie kommen, es fehlt wieder noch die... Ja, nee, Manpower ist ausreichend. Perfekt. Und da kann die Haut... Ja, einfach ins Headquarter, würde ich mal meinen. Einfach drauf. Das kostet den Gegner jetzt massig. Und der Panzer 4 ist im ist im festgestellten Modus und fährt einfach weiter. Okay. Das war jetzt... sein... Okay. Ja, das, ich glaube, das muss jetzt keiner verstehen. Der Tiger der Deutschen ist jetzt da. Wird gleich natürlich mit einem Artillerie-Beschuss gesetzt, ist klar. Aber was natürlich jetzt hier interessant ist, die 100er Marke wurde von uns unterschritten. Und eine kleine Wendung tritt ein. Eine ganz kleine Wendung ist zu von... Ja. Also man sieht es hier, die Siegmarke kann von uns jetzt auch eingenommen werden. Es ist möglich, Zeit zu gewinnen. Es ist möglich, das Spiel zu drehen. Man sieht es, der hat Artillerie auf der eigenen, also auf der Map, der Gegner. Jetzt muss gepusht werden mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln. Dann ist es möglich, hier noch was zu reißen. Was steht da? Ist das, ich sehe es gerade nicht. Was ist das? War das ein Pürchen oder was war das? Ich kann es nicht sehen. Nein, das ist immer noch der Firefly. Der Tiger ist auch schon schwer angeschlagen. Und der Firefly ist down. Das ist doch mal perfekt. Der Firefly ist down. Kriegen wir die Infanterietruppe noch? Aber gut, der wird sie sowieso getrieben. Aber könnten wir... Was macht der? Der rennt hinterher. Das ist unsere Chance. Jetzt etwas zu bewirken. Ich sag's immer wieder. Jetzt haben wir die Chance zu pushen. Jetzt muss auch der Befehl an den Kameraden weitergegeben werden, die Siegmarke unbedingt zu sichern. Weil ihr seht, die Punkte... Die Punkte gehen unaufhaltsam runter. Der Tiger ist, denke ich mal, verloren. Da lässt sich nicht mehr viel ausrichten. Aber, wir brauchen die Siegmarke. Unbedingt. Unbedingt. Sonst tritt das ein, was ich gesagt habe. Die Siegmarke. Wir ticken so weit runter, dass wir es retreatet. So. Was macht unser Mitspieler? Wir sehen uns, er nähert sich da unten wieder. Gut, ist natürlich jetzt, ja, wann kommt die Arti des Gegners? So, jetzt ans Capture. Jetzt geht's ans Capture da. Diese Siegmarke muss zumindest neutralisiert werden. Und die Packs unseres Mitspielers müssen gedreht werden, aber er lässt sie so stehen. Die müssen gedreht werden. Er lässt sie hier stehen, die Packs, die könnten alles bewirken, aber er dreht sie einfach nicht. Und der Punkt wurde... Aha, ja, da ist der nächste Panzer der Gegner weg. So. Jetzt sehen wir, wenn wir die Siegmark unter unsere Kontrolle kriegen, haben wir einen Puffer. Dann haben wir wirklich einen Puffer und die Siegmarke ist uns. Jetzt heißt es drücken und verteidigen. Kostet es, was es wolle. Ich glaube, da hinten steht eine Pack, wenn ich mich richtig entsinne. Nein, das ist eine Packstellung. Der Gegner hat Arti auf unsere Packs. Da muss er die weiter vorschicken. Man sieht auch, der Panzer 4 mit seinem Panzerschürzen kann einiges abhalten. So, die Siegmarke wurde vom Gegner wieder neutral gemacht. Da kommt die Granate, die die erste Pack ausschaltet. Achtung, da hinten steht eine Packstellung, mit dem Panzer 4 aufpassen. So, jetzt heißt es hier Gas geben. Hier kommt der nächste Block. Die brauchen bloß die Siegmarke wieder einzunehmen und dann ist bald Feierabend. Die Arti mal noch zurückhalten, die könnten wir später noch bitter brauchen, falls er captured. Jetzt muss die Arti drauf. Die Arti muss jetzt da drauf auf den Punkt. Und da kommt sie auch schon. Da passt er mit seiner Panzerhaubitze nicht auf. Aber er... Die Gegner haben die Siegmarke wieder eingenommen. Die Punkte ticken wieder Schritt für Schritt runter. Leute, das ist ein spannendes Spiel.
Es war verloren geglaubt, es könnte man noch leicht verloren sein, aber es ist noch was möglich. Es ist noch alles drin. Und das ist das, was COH so interessant macht. Es ist noch was drin, Leute. Die Siegmarke ist wieder neutral, wird jetzt wieder von uns eingenommen werden. Da kommt ein Firefly. Was war das jetzt für ein Fahrzeug, was in die Luft ging? Ich hab's nicht gesehen. Das war... Ach, das war die Sturmhaubitze. Das musste ja so sein. Gut. Ein Churchill. Jetzt ist natürlich auch der Oberpunkt wieder weg. Da muss der Mitspieler jetzt was tun. Er muss jetzt was tun. Die Gegner brauchen bloß die Siegmarke zu halten, um zu gewinnen. Aber wir müssen uns ja abstrampeln, wie blöde. Die Gegner brauchen bloß eine einzige Siegmarke noch einnehmen und dann ist Feierabend. Da muss was kommen. Da steht doch die Pack. Die Pack, die schießt noch. Aber man sieht's gegen den Churchill. Naja, macht die nicht wirklich viel. Es ist schon ein Flammenwerfer, Churchill. Also... Der Gegner haut jetzt seine Ressourcen. Oh, da ist die Pack weg. Und das ging schnell. Die Artillerie ist wieder als schussbereit. Er nimmt die Siegmarke wieder ein. Jetzt muss wieder vorgerückt werden. Jetzt muss wieder was kommen. Da kam die Artillerie. Die Siegmarke bleibt vorerst neutral. Der Churchill kriegt ein paar in die Heckpanzerung. Leute, das ist ein Match. Das ist wirklich Hammer. Achtung, ja. Die Gegner haben noch extrem viel. Der Churchill muss fallen. Los, Leute. Haut den weg. Aber er wird nicht fallen. Das ist unmöglich. Wo ist denn hier eine Pack? Es gibt keine Pack mehr unter unserer Kontrolle. Das ist schlimm. Der Gegner nimmt die Siegmarke wieder ein. Wir können ihn nicht wirklich dran hindern. Da muss... ja. Was muss es denn? Gar nichts. Das ist jetzt so ein Moment, wo es... Da steht unsere eigene Arti, glaube ich, unter Beschuss. Ja. Jetzt ziehen die Gegner die Rückschlüsse und greifen unser wichtigstes Objekt an. Die letzten 25 Punkte und jetzt ist nichts mehr zu holen. Jetzt ist nichts mehr zu holen. Da kommt der nächste Tiger, aber was will der richten? Was will der richten? Die letzten Punkte, die letzten 20 Punkte. Die Artillerie ist down. Der Tiger müsste eigentlich bis zum Punkt vorrücken, bis zum Punkt dicht machen. Aber auch unsere Infanterie stirbt. Und die fliegen. Da muss an den Punkt gepusht werden. Da muss einfach an den Punkt gepusht werden. Aber er schiebt nicht vor. Die Verluste müssen in Kauf genommen werden. Was kann der Churchill jetzt noch großartig bewirken? Der muss... Ja, aber jetzt kommt der Sherman von hinten und damit... Ja. Okay. Feierabend. Wir haben keine Artillerie mehr zur Verfügung, um noch was zu drehen. Jetzt kann der Punkt wird gecaptured. Also man sieht es hier, wir werfen alles rein, was wir noch zur Verfügung haben. Bloß um diesen Punkt zu halten. Ja. Mit Hilfe des Tigers wohlgemerkt, der Tiger hat nochmal etwas retten können. So, die Siegmarke bleibt hoffentlich noch bei uns. Sie bleibt bei uns. Jetzt müssen die Truppen bloß zurückgeschoben werden. Der Tiger, was... Oh, was passiert da? Er lässt seinen Tiger in den Tod jagen und damit ist jetzt endgültig Schluss. Das ist ja ein Aufbäumen, immer und immer wieder. Aber ja, es ist nichts mehr zu machen. Und bleibt uns nur noch übrig, an alle zu schreiben, good game. Es war es letztendlich auch von Anfang an extrem knapp und hart. Aber warum capturen die den Punkt nicht? Was ist da los? Tja. Die Gegner werden sich jetzt höchstwahrscheinlich zu einem letzten, also was heißt dann letzten, zu einem neuen Angriff formieren, ihre ganzen Kräfte sammeln, ihre ganze Artillerie vorbereiten und dann uns aus allen Löchern bomben.
Weil ich meine, was haben wir großartig zur Verteidigung? Zwei, drei Fireflies auf der Distanz, ein bisschen Arty, ein paar Infanterietruppen, ein paar Ranger und dann war's das. Hier ist nicht mehr viel zu machen. Er wird wieder gecaptured und ich meine, wir haben keine Arty. Wir können ihn nicht hindern. Auch unsere Infanterie ist gegen die extrem starken Ranger ein bisschen hilflos zurzeit. Der Punkt bleibt immer noch unter unserer Kontrolle. Er captured nicht weiter. Versuchen es hier zurück zu zwingen. Da kommt auch Artillerie. Hat er die falsch gesetzt, der Gegner? Nein, hat er nicht. Das sah jetzt nur so aus auf den ersten Blick. Der Punkt bleibt weiter unter Kontrolle. Die Art und die Arti senzt voll rein. Das ist ja unglaublich. Wenn man der eigene Arti braucht, kommen sie nicht. Zumindest nicht dorthin, wo man sie will. Meistens, zumindest. Der Bergetiger, ja. Was soll der bringen, bitte? Was soll der bringen? Der bringt nichts. Das kleine Fahrzeug, da brauchen wir gar keine Kraft verschwenden. Wir müssen jetzt die eigenen Fahrzeuge reparieren. Das kleine Fahrzeug ist zwei Panzerfäuste von den Rangern, die sind weg. Also, ja. Solange die Ranger jetzt in Bewegung bleiben, können die Panzerhaubitzen nicht wirklich viel ausrichten. Und was natürlich beachtlich ist, er captured den Punkt nicht. Er captured nicht weiter. Wir ziehen das hier konstant in die Länge. Jetzt hier die Sektorarty wäre natürlich jetzt auswählbar gewesen. Aber ich meine, wir haben keine Ressourcen mehr, Leute. Es ist hier nichts mehr zu holen. Das Spiel ist spannend bis zum letzten Augenblick. Aber ja, neutral. Siegmagen sind neutral. Der jagt alles in den Tod hier, unser Mitspieler. Unsere Infanterie, ja. Ja, Leute. Da gibt es nicht mehr viel zu sagen jetzt. Es stirbt ein Fahrzeug nach einem anderen. Der Bergetiger gerade an der Front schon wieder down. Oder so gut wie. Ja. Uns steht, glaube ich, nur noch ein Infanterietrupp zur Verfügung mittlerweile. Das ist ja ein bisschen eine Materialschlacht, die wir nur verlieren können. Solange der Punkt noch neutral bleibt, ist alles in Ordnung. Aber jetzt rollen die gegnerischen Panzer an und damit ist jetzt Schluss. Na. Es braucht bloß zwei, drei Fireflies. Wie gesagt, hatte ich ja erwähnt und ist hier Schluss. Und das ist es auch an der Stelle. Da kommt doch sogar noch der Kommandopanzer. Hätte er jetzt nicht gebraucht, aber ja. Ich meine. Okay. Es ist nichts mehr zu holen. Die Siegmarke wird jetzt vermutlich gleich gecaptured werden. Es sei denn, die Gegner wollen es in Länge ziehen und greifen die Basis an. Können sie machen. Wir haben eh nichts mehr entgegenzusetzen. Man könnte natürlich auch das Spiel verlassen. Ja. Na. Die Punkte. Ja. Ich meine, gibt's nicht viel zu sagen, oder? Ich meine. Ja, ich meine, wir haben schon relativ viel geleistet, ja. Es war ein schweres Spiel. Von gegnerischen Amerikanern hat man natürlich jetzt nicht ganz so viel gesehen, außer mal wieder die Ranger. Aber anfangs war da nicht wirklich viel da. Gut, unser Teampartner hatte den nun auf der oberen Hälfte der Map. Aber ja, okay, was gibt's dazu großartig zu sagen? Es war ein relativ spannendes Spiel, eigentlich von Anfang an schon verloren. Da ja natürlich jetzt eine gute Teamkooperation nicht möglich war. Also es war keine Absprache möglich. Ich denke mal, das war auch der Auslöser für die letztendliche Niederlage. Die Gegner, denke ich mal, haben relativ gut zusammen agiert. Sie haben ihre Angriffe koordiniert und abgesprochen und alles gut aufgeteilt, was bei uns auf der Seite nicht wirklich möglich war. Und ich denke mal, das war einfach der entscheidende Punkt. Es ist doch schon es ist wirklich einfach nur ein riesiger Unterschied, ob man sie nur absprechen kann oder nicht. Und ja, das war die Niederlage für uns. Es war dennoch ein spannendes und ein gutes Spiel. Man hat, denke ich mal, schon einiges gesehen und ja, gut, okay. Und ich würde mal sagen, an der Stelle verabschieden wir uns und bis zum nächsten Mal.